Review Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Marvel Legends Build a Figure Crimson Dynamo Black Widow Movie Figuren Review. Ein sehr langer Satz. Ja, heute kommen wir endlich zu einer Figur, die natürlich im Film auch eine größere Rolle spielt, denn heute zeige ich euch den guten Red Guardian, der von David Harbour gespielt wird, den man unter anderem auch als aus Stranger Things kennt oder auch als den letzten Hellboy. Und ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf seine Rolle und wie das Ganze überhaupt im Black Widow Film dargestellt wird, denn in den Comics ist der Red Guardian etwas anders und hat eine andere, ja, sage ich jetzt mal, Beziehung zu Black Widow, als es wahrscheinlich im Film ist. Ja, ihr seht schon, der gute Red Guardian kommt natürlich auch hier in der schwarz-roten Black Widow-Verpackung daher von Marvel Legends. Und hier seht ihr auch das erste Mal halt den wirklich Black Widow-Movie-Schriftzug hier unten am Start, ne, mit Red Guardian. Das Ganze wie immer natürlich von Hasbro ab 4 Jahren aufwärts. Und an dieser Stelle geht wieder ein großes Dankeschön an Hasbro raus, dass wir uns diese Reihe angucken können. Auf der Seite ein schönes, stylisches Artwork vom Red Guardian aus dem Film. Das gefällt mir sehr gut, also eine comichafte Darstellung. Hier trägt er seinen Helm. Das ist etwas, was ich gleich nochmal ansprechen werde. Auf der Rückseite haben wir jetzt hier auch nochmal einen Blick auf das Artwork selbst und natürlich auch eine kleine Mini-Bio, die hier auf der rechten Seite steht. Da steht erstmal sein richtiger Name und das ist Alexei Schostakow. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ist ein Supersoldat und Spion, der im Kalten Krieg sehr erfolgreich war. Der gute Alexei ist in den Comics ja allerdings der zweite Red Guardian gewesen. Und dieser Red Guardian, liebe Leute, jetzt haltet euch fest, war in den Comics tatsächlich verheiratet mit Black Widow. Ja, während Black Widow zum KGB gegangen ist, ist er, glaube ich, ein Testpilot geworden und ich weiß gar nicht mehr, wie es mit der Geschichte dann weitergeht. Auf jeden Fall denke ich mir mal, dass Red Guardian jetzt im Film selbst eher die Vaterrolle von Natascha Romanoff angenommen hat. Da bin ich sehr gespannt drauf, denn zu dem Augenblick, wo ich das Ganze hier filme, ist der Black Widow-Film leider immer noch nicht im Kino erschienen, weil er wieder mal verschoben wurde und es ist sehr traurig. Ich will ihn einfach sehen. Ja, ansonsten, ihr seht ja unten auch nochmal, wie bei den anderen Figuren, da ist der Crimson Dynamo am Start. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann natürlich die anderen Figuren aus der Reihe, unter anderem der Taskmaster, die besagte Natascha Romanoff alias Black Widow, Yelena Belova ist mit dabei, der Red Guardian, der Winter Soldier, Crossbones und der Spymaster. Und da haben wir ihn ausgepackt, den guten Alexei, den guten Red Guardian. Und, liebe Leute, ich hatte mich auf diese Figur tatsächlich doch sehr gefreut. Aber ich muss sagen, hier ist leider Hasbro diese Umsetzung nicht ganz gelungen. Als erstes Mal finde ich es unglaublich schade, dass der Red Guardian hier nicht seinen Helm trägt. Denn es gibt hier leider auch keinen alternativen Kopf. Er ist hier also komplett unmaskiert am Start, damit man wahrscheinlich David Harbour, den Schauspieler, besser erkennen kann. Selbst das ist Hasbro leider nicht so ganz gelungen, muss ich sagen. Und auch hier und da, muss ich auch gestehen, ist der Paintjob an dieser Figur wirklich doch sehr unsauber. Es wirkt ein bisschen sehr hektisch fertig gemacht, diese Figur. Also er ist leider nicht wirklich das Highlight aus dieser Reihe. Ne? Er sieht trotz alledem natürlich sehr, sehr nice aus. Und Red Guardian typisch hat er natürlich auch hier seine typische Uniform an. Ihr seht auch natürlich, trägt er hier seinen Captain America typischen Red Guardian Schild, ne, mit dem russischen Stern vorne drauf. Das sieht doch alles wirklich sehr, sehr nice aus. Er ist eigentlich der russische Captain America. Das ist schon cool gemacht auf jeden Fall. Auf der Rückseite haben wir hier ein Packhole. Da könnt ihr dann später noch seinen Schild reinstecken, wenn ihr das jetzt nicht irgendwie hier in der Hand lassen wollt, das Ganze. Ne, das finde ich persönlich auch gar nicht schlecht. Zubehörtechnisch, wie gesagt, ist hier tatsächlich nur der Schild mit dabei. Und jetzt gucken wir uns mal wirklich den Head Sculpt an, also das Gesicht. Denn ich finde, eigentlich kann das Hasbro sehr gut und man erkennt die Schauspieler. Aber hier ist nicht so ganz mein Geschmack, muss ich ganz ehrlich zu euch sagen. Ihr seht ja, ne, es ist natürlich ja mit dem Vollbart und alles schon schön gemacht von den Details her. Aber ich muss sagen, man erkennt jetzt hier nicht wirklich den Schauspieler. Ich habe jetzt einfach mal für euch zu einem Vergleich, na, Grüße gehen übrigens noch mal raus an einen meiner Zuschauer, der sie mir geschenkt hat, die Black Widow dazu gepackt in ihrem White Suit. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, kann man bei Black Widow auf jeden Fall erkennen, dass das hier Scarlett Johansson darstellen soll. Also Hasbro kann es schon irgendwie, aber irgendwie ist es beim Red Guardian nicht so ganz hingehauen. Na, weil das hier, das sieht wirklich grandios aus und gefällt mir. Beim Red Guardian bin ich da so leider so ein bisschen enttäuscht. Und wenn wir uns jetzt einfach auch mal den Anzug ansehen. Na, schaut euch das mal an, wie hier der Paintjob teilweise drauf ist. Das ist sehr unsauber. Gerade hier vorne am Stern sieht man das leider. Das gefällt mir nicht so. Das ist alles ein bisschen
Weiß ich nicht, als hätte da einer nochmal versucht, Farbklecks nochmal nachzubessern, hat aber den falschen Grauton erwischt. Also da leider ein bisschen sehr, ja, enttäuschend. Er ist trotzdem irgendwie, er ist eine schöne Figur, aber ich hätte da ein bisschen mehr erwartet. Gerade weil in letzter Zeit meiner Ansicht nach die Marvel Legends Figuren von der Optik her immer besser werden. Da ist eher nochmal so ein kleiner Letdown oder so ein kleiner Throwback auf ältere Marvel Legends Figuren. Aber nun gut. Genug gemeckert, lasst uns einfach mal die Figur weiter anschauen, denn ihr seht ja trotz alledem, der Anzug ist ganz cool. Ne? Ein schöner Rotton, eher so ein Weinrotton, dazwischen ein bisschen was in Schwarz. Er hat eine schöne Struktur, wenn ihr das genauer sehen könnt. Ne? Da wurde ein bisschen was mit Struktur bearbeitet. Das ist ganz cool gemacht. Auch hier diese Vergurtung, wo dann später sein Schild hinten dann halt mit festgehalten wird. Das ist ganz cool gemacht auf jeden Fall. Na, ansonsten aber doch recht schlicht, bis auf den Gürtel. Da ist die Schnalle halt noch hier in Silber gehalten. Aber ja. Es geht auf jeden Fall. Da habt ihr auf jeden Fall einen schönen Ersteinblick auf den Red Guardian selbst. Das ist eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Na, aber es hätte echt besser gehen können. Der Schild selbst übrigens auch nochmal da, wirklich sehr interessant für euch. Komm mal her hier, der ist sehr fest hinten drin. Der wird an dem Arm vom Red Guardian hier mit dieser Klemme befestigt, ne? Einfach rangeklemmt, das finde ich ganz nice. Und wie gesagt, wenn ihr diesen Schild halt nicht in seiner Hand lassen wollt, dann könnt ihr diese Gabel hier einfach umklappen. Und da ist dann halt der Pack, der ins Packhole hier hinten auf der Seite reinpasst. Das Ganze ist allerdings auch sehr, ja, steif, ne? Also wenn ihr da ein bisschen mehr das Ganze reindrückt, kann es sein, dass ihr Schwierigkeiten bekommt, dass ihr überhaupt den Schild da wieder rauskriegt. Ne? Also passt da so ein bisschen auf, denn wenn ihr das jetzt wieder rausziehen wollt, so wie ich es gerade versucht habe, kann es sein, dass euch diese Klammer da eventuell abbricht. Ne? Ne? Nicht, dass das passiert, das wäre natürlich dann doch sehr schade, weil er gehört schon zur Reihe dazu und ich möchte ihn natürlich auch weiterhin mit seinem coolen Schild hier displayen. Ne, wartet mal, das kommt hier einfach raufgeklackt. Ne, so, habt ihr schon gehört? Klack, der Schild ist dran und der Red Guardian ist ready. Ich wünschte mir echt einen maskierten Kopf. Das wäre so viel cooler gewesen, da bin ich ganz ehrlich zu euch. Tja, was kann ich euch sonst noch zeigen beim lieben Alexei? Natürlich nur noch die Beweglichkeit. Da gucken wir jetzt mal. Der Kopf dürfte auch hier auf einem Kugelgelenk sitzen und zwar auf einem nur Kugelgelenk, was ich euch schon mal in anderen Reviews gesagt habe, dass Hasbro da langsam umschwenkt und halt diesen Hinge-Joint, der noch normalerweise im Hals mit verbaut ist, komplett rausnimmt. Dadurch muss ich aber sagen, hat der Red Guardian leider auch nicht wirklich die beste Beweglichkeit im Kopf. Ne? Nur eine minimale Beweglichkeit nach hinten und nach unten. Ne? Natürlich ist hier auch noch der Bart im Weg. Das muss man immer noch ja mit bedenken. Ne? Ansonsten aber 360 Grad mehr als drehbar. Die Arme oder die Schultern selbst kriegen wir so weit auseinander. Wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das ist eine schöne Beweglichkeit. Die Arme nach vorne und auch nach hinten gehen wirklich perfekt. Ne? 360 Grad drehbar, da ist nichts im Weg. Der Bicep Swivel ist wirklich sehr, sehr gut. Natürlich auch Marvel Legends typische Ellbogengelenke, die doppelten Ellbogengelenke. Und auch die Hände natürlich, die typischen Hände, die ihr 360 Grad drehen und minimal kippen könnt. Auch da sind die Gelenke mehr als gut, sehr gängig. Das gefällt mir soweit sehr, sehr gut. Eine Oberkörperbeweglichkeit, auch hier beim Red Guardian am Start. Ist es auf Ratchet Joints? Oh ja, das ist wieder auf den neuen Ratchet Joints. Ne, ihr hört das ja. Die wirklich knallhart hier knacken, damit das alles in Bewegung bleibt. Das ist auch wirklich ein sehr gutes Gelenk, muss ich sagen. Das gefällt mir. Eine Hüftbeweglichkeit ist natürlich auch mit dabei. Der Gürtel ist separiert, da kann nichts passieren. Na, der soll eigentlich nur so ein bisschen hier über das Gelenk drüber, damit ihr das nicht so seht. Aber schöne Beweglichkeit, das gefällt mir soweit. Die Beine kriegen wir ja eigentlich im 45-Grad-Winkel perfekt auseinander. Nach vorne, nach hinten das Ganze natürlich wieder ein bisschen eingeschränkt. Oberschenkelbeweglichkeit, die ist auch sehr steif. Finde ich gut, gar nicht so schlecht. Doppelte Kniegelenke, oh ja, die sind auch sehr fest. Na, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn euch das übrigens mal wirklich zu schwer geht, dann rate ich euch, das Ganze mal in ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen heißen oder kochenden Wasser packen. Also in einem warmen Wasserbad mal kurz eintauchen lassen für ein paar Minuten. Dann löst sich das meist schon, dann habt ihr da keine Schwierigkeiten. Die Stiefel dürften auch hier typisch eine Separation haben. Wartet mal, hat er hier? Ja, hat er doch. Ich wollte gerade sagen, hier, ne? Ihr könnt das Ganze hier natürlich noch drehen. Ihr könnt die Stiefel oder die Füße nach vorne und nach hinten packen. Und die seitliche Beweglichkeit, unser geliebter Enkelpivot, ist natürlich auch mit am Start. Also von den Bewegungspunkten her reicht es völlig aus, die typische Marvel Legends Beweglichkeit. Tja, und das war es eigentlich schon fast wieder, oder? Nein, natürlich nicht. Es fehlt noch das Teil vom Crimson Dynamo. Das ist jetzt die andere Hand, das ist jetzt die linke Seite. Bei der anderen Figur, ich glaube bei Crossbones, war der rechte Arm mit dabei. Da hat er eine geschlossene Faust gehabt und hier hat der Crimson Dynamo wirklich seine Hände offen und will nach irgendwas greifen. Und schaut euch mal an,
wie groß das ist. Also es wird wieder sehr interessant werden, den halt zusammenzubauen. Und auch hier natürlich nochmal eine schöne Andeutung, oder ich zeige euch das mal, dass hier diese ganzen Parts hier tatsächlich in einem durchsichtigen Plastik gemacht sind, was mir wirklich sehr gefällt. Schön gemacht auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich sehr, wenn ich den zusammenbauen kann. Liebe Leute, das soll es aber auch gewesen sein. Mehr kann ich euch zum Red Guardian aus der Black Widow Baltic Figure Crimson Dynamo Marvel Legends Reihe nicht sagen oder zeigen. Wie gesagt, es ist schade, dass hier nicht der maskierte Kopf mit dabei ist. Ich finde ihn etwas schwächlich. Nichtsdestotrotz gehört er natürlich in dieser Reihe mit dazu. Und er wird natürlich auch in meiner Sammlung verbleiben. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir das mal gerne rein, ob ihr auch gerne wirklich die maskierte Version haben wolltet, weil ich finde, er sieht wirklich mit der Maske noch ein bisschen cooler auf jeden Fall aus. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Danke für immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, dann im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis denn dann und natürlich reingehauen.